Bonnie Lee Gardner wurde am 16. Januar 1961 in den USA geboren. Bereits 1980 wurde er wegen Raubes verhaftet und verurteilt. 1981 jedoch floh er aus dem Gefängnis. Nach 2 Wochen auf der Flucht erwischte er seine Freundin mit einem anderen Mann in Flagranti. Gardner schoss auf den Mann, der jedoch verletzt überlebte. Gardner konnte kurz darauf wieder verhaftet werden und wurde erneut ins Gefängnis gebracht. 1984 wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort gelang es ihm, einen Wachmann zu überwältigen. Er stahl dessen Dienstwaffe und floh erneut. 3 Monate später erschoss Gardner Melvin Otterström in einer Bar. Erneut wurde Gardner verhaftet. Am 2. April 1985 sollte er zu seiner Vorverhandlung wegen Mordes gebracht werden. Eine Komplizin schaffte es, Gardner eine Waffe zuzuschieben, wodurch es zu einer Schießerei zwischen ihm und seinen Bewachern kam. Gardner traf eine Kugel in die Lunge, doch er konnte in einem Archivraum flüchten, wo er den Anwalt Michael Burdell erschoss. Bei der weiteren Flucht verletzte er einen Gerichtsvollzieher, der unbewaffnet und nur zufällig im Gebäude war. Gardner nahm eine Geisel und wollte das Gerichtsgebäude verlassen, doch die Geisel konnte ihm entkommen. Umzingelt von bewaffneten Beamten gab er schließlich seinen Fluchtversuch auf. Ronnie Gardner wurde für seine Verbrechen zum Tode verurteilt. Etwa 25 Jahre saß er in der Todeszelle. Am 18. Juni 2010 wurde sein Urteil durch ein Erschießungskommando vollstreckt.